Bist du André, bescheuert? Bist du's? Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Together Projekt. Wir spielen das brandneue Resident Evil 7 und das Besondere an diesem Let's Play ist, ich habe den Zocker Andy dabei. Und zwar neben mir. Und zwar der sitzt neben mir. Ja! Ich kann ihn anfassen hier. Da solltest du nicht normal drauf hauen. Ja, streicheln hört man halt nicht. Muss ich So, ja, es wird sehr lustig. Wir haben uns jetzt schon stundenlang eingestimmt. Ja. Wir haben tatsächlich wie wild in den Settings rumgesucht nach irgendwelchen supergeilen Einstellungen, damit das Ganze mal ein bisschen schärfer läuft. Aber euch ist es eh egal, wie es aussieht, weil ihr guckt es eh nur wegen uns. Ja, wegen mir. Nein, was? Was? Nein, unsere Was? Nee, also wir haben alles soweit es geht eingestellt. Mein PC macht's mit. Vielleicht nicht optimal, also vielleicht nicht ultra, aber wir kriegen es hin. Diese dreckigen Lügen hier. So, und dann starten wir das Ganze jetzt mal. Wir drücken einfach mal auf neues Spiel. Und wir haben uns schon, nachdem wir 5 Stunden diskutiert haben, darauf geeinigt. Nein, Quatsch, das war sofort klar. Wir spielen es auf einfach, ach, am Arsch, nochmal. So. Aber der Schwierigkeitsgrad kann im Spiel nicht geändert werden. Oh mein Gott, was machen wir nun? Intro, pst. Ja, pst, Intro. Oh mein Gott. Ah! Hey, Baby. Hallo. Ich wollte dir nur schnell Hallo und ich liebe dich sagen. Ich dich nicht. Gute Nachricht. Ich komme bald nach Hause. Yeah. Ich kann es gar nicht erwarten, mit diesem Babysitter-Job fertig zu sein. Und wieder zu Hause bei meinem geliebten Mann zu sein. Ich vermisse dich. Ich muss zurück zur Arbeit. Ich liebe dich, Ethan. Ich vermisse dich so sehr. Ich schick dir 1000 Küsse. Tschüss, Baby. Ich besetze das mit den technischen Zuschauern. Ethan. Du hattest recht. Ich hab dich angelogen. Das war falsch, aber... Hörst du jetzt mal auf? Ich will dir nur eins sagen. Wenn dich dies erreicht... Such mich nicht. Nur zur Info, die Miss Fortuna macht neben mir voll die Faxen. Ich bin voll unschuldig. Ja, ja, von wegen. Das sagen sie alle und hinterher ist mein Schwanger. Was? Auf jeden Fall? Ich kann nicht schwanger werden. Ja, ja, ja. Abmo kaputt. Telefon. Hallo? Hey, hier ist Ethan. Oh hey, alles in Ordnung? Du warst auf einmal verschwunden? Ja, ja, nein, mir geht's gut. Mir geht's gut. Es ist Mia. Sie ist nicht tot. Sie lebt. Sie ist zurück. Sie wurde gefunden? Wie? Was ist passiert? Ich weiß nicht. Tja, ich weiß nicht wie. Aber sie ist zurück. Wieder zurück. Vielleicht ist es ein Scherz. Sie will, dass ich komme und sie hole. Wo ist sie? Dalvey. Dalvey, Louisiana. Mann, es sind jetzt 3 Jahre. Ich weiß. Aber was, wenn sie es ist? Ich muss rausfinden, was passiert ist. So, und wir können... So eine Kacke, ich weiß nicht, was nach 2 kommt. Wir können uns tatsächlich umsehen. Ich mach das mal wie ein professioneller Autofahrer. Oh, ein Reh! Okay, wenn wir jetzt irgendwas umfahren würden, tatsächlich. Nö, wir halten einfach mal hier. Mitten in der Scheiße. Automatikauto in Parking-Position. Haben wir eigentlich schon das Spannendste überhaupt daran erzählt?
dass wir nebeneinander sitzen, ja. Erstens, da, nee, das auch. Das ist das erste Mal, dass wir ein Resident Evil Teil mal allein spielen. Wir beide. Wir beide zusammen, ja. Das stimmt. Naja, aber auch, dass wir halt mal was spielen, was wir gar nicht kennen. Naja, bei Revelations, das kannte ich nicht. Und Resident Evil 6 kannte ich auch nicht. Aber das kannte du. Jeweils, ja, es kannte immer irgendwie. Es kannte immer, irgendwer kannte es immer. So, jetzt sind wir in unserem Auto übrigens an. Dieser verdammte Punkt! Ich wollte gerade sagen, Andi, kannst du das sagen zur Punktrennenring oder was für ein Punktfilterung, das ist. Wir haben übrigens hier ein bisschen variiert, auch in der im Aufnahmeprogramm selber mit ein paar Filtern und so. Wir hoffen, dass das optimal jetzt. Vielleicht hätten wir einfach die Klappe halten sollen, dann ist niemand aufgefallen. Dann fällt es niemandem auf. Kann ich doch einfach durch die Scheiße gucken. Wo ist voll die Fliegen? Guck mal, hast du hier irgendwas hingeklappt? Ja. Auf jeden Fall. So, wo ist das Gesicht? Nee, das Gesicht kommt ein bisschen später. Okay. Weil wir haben so ein kleines Easter Egg gefunden. Genau. Spielhinweise, was braucht doch kein Schwein. Oh, hier. Soll ich doch lieber ein Licht anmachen? Nein, das bleibt aus. So, Mia finden. Mia ist sicherlich die Dame vom Bill, vom Video. Vom Bill. Und hier haben wir schon so eine kleine Minimap tatsächlich. Die wir wahrscheinlich nie benutzen werden. Wir haben Akten. Keine. Keine Akten. Yeah. Geil. Wir haben Akten. Nein, hast du nicht. Bin ich schon total glücklich. Wollen wir das übrigens am Stück aufnehmen? Oder? Ja, wir nehmen es am Stück auf. Genau, wir nehmen das übrigens am Stück auf. Also wenn plötzlich Cuts drin sind, lebt damit. Das Blende voll. Aber das Gesicht war hinter uns. Also das lustige Easter Egg-Ding. Das findest du eh nie wieder. So. Ja, na gut. Was ich sehr schön finde, wir haben einen Schatten. Den haben wir Slenderman. Auch so. Das haben wir heute die ganze Tasche festgestellt, dass wir einen haben. Ja, wir haben den Schatten, genau. So, wir gehen mal ganz klassisch hier zum Tor. Eisen. Eis. Ja, wir nehmen das Spiel total ernst, sofort. Okay, das Tor ist natürlich verschlossen. Wir müssen hier in das Haus offensichtlich rein, weil da die Mia hockt. Und ich habe tatsächlich, das hier habe ich noch nie gesehen. Wir drücken mal auf die Klingel. Hallo, hier ist der Luigi's Pizza Service. Haben Sie Pizza bestellt? Ich meine, ich will Pepperoni. Pepperoni. Eine kleine Hommage an vergangene Jahre. Ja. So, dann gehen wir mal diesen tollen Holzweg hier lang. Hast du ja lang versucht, das Tor zu kommen. Du gibst ja schnell auf. Hallo, es macht keiner auf. Ach, guck mal hier. Wir gehen hier zu einem geilen Auto. Weil, guck mal da, wie schön da das Ding kaputt ist. Und guck mal hier, einen Gartenschlauch. Ja, Entschuldigung, das war echt Aggression. Oh, ein Stativ. Das ist, glaube ich, nicht so günstig. So, wir gucken uns erstmal ein bisschen um, würde ich sagen. Also. Ich wollte gerade sagen, guck mal, da hier ist wieder deine Pumpfilme. Alter. Der Andi ist total begeistert von sowas. Springt uns jetzt irgendwas an, wenn ich das aufmache? Ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, spätestens, wenn wir im Haus sind, okay. Ja. Vergeht uns das Lachen. Ja, ich glaube auch. Deswegen müssen wir das jetzt nutzen. Okay, was ist das hier? Sewer Gators, Episode 17. Projektvorschlag. Ey, schließt sich uns an. In ein Geisterhaus in Louisiana schleichen. Also momentan steuert die Miss Fortuna. Ja. Ich würde sagen, dass immer derjenige vorliest, der gerade nicht steuert, ne? Genau. Das haben wir instinktiv richtig gemacht. Das haben wir nicht abgesprochen. Wir sind so cool. Wir haben eigentlich nicht wirklich was abgesprochen bis jetzt. Wir haben gar nichts abgesprochen. Ne. Aber wir verstehen uns auch über Kilometer Entfernung. Ja, sagen wir im selben Moment dasselbe. Ja. Oder denken dasselbe. Das ist heute auch schon ein paar Mal vorgekommen. Ja. Sag mal, auf Skript Seite 3 von dem Geskripteten. Was muss ich da sagen? Oh, das ist lustig. Oder steht da, oh, das ist witzig. Ich sehe das nicht, hier ist so dunkel. Nimm ihre Gabe an. Ich will den Scheiß nicht. Behalt deinen Tripper. Aber den Alkohol kannst du mir geben. Ja, gibt's. Yay. Yeah. Okay, ich bin jetzt einfach mal frei hier durchgegangen, ne? Dreh dich mal kurz um. Ja. Nee, so, also. Achso, hier. Guck mal nach oben, bitte. Ach, okay, nee, ich hab gedacht, da hängt was am Baum. Dachtest du, da hängen so eine Todespuppen? Hätte das sein können. So wie bei. Okay, ich glaube, aber Mücken wird unser kleinstes Problem sein. Das nehme ich jetzt mal einfach so hoch, weil ich's kann. Oh Gott, das ist so ungewohnt. Das erste Mal, dass ich mit jemandem aufnehme, der wirklich neben mir sitzt. Also ich habe ja da schon Erfahrung. Und wenn derjenige was falsch macht, gibt es eins mit dem Elektroschocker und dann ist wieder gut. Wow! Och du Scheiße. Du spielst. Alter! Ich spiel das nicht weiter. Du spielst das jetzt weiter. Das war doch der Typ, oder? Ja, das war aus dem Teaser tatsächlich. Achso, den seht ihr auf meinem Kanal übrigens nicht, weil mein Computer sagt nö. Den Teaser seht ihr auf meinem Kanal, wenn ich daran denke, den vor diesem Haupt-Let's-Play hier hochzuladen. Was ist das da hinten im Wasser?
Tatsache. Ach, nur eine Spiegelung. Warte mal, der ist ja hier lang gelaufen. Ja, ja, das, da gehen wir erstmal noch nicht lang, würde ich behaupten, oder? Ich will trotzdem mal gucken, ob man da irgendwas sehen kann. Vor allem, wie ich dir immer näher komme, weil ich irgendwie stoß da ja bestimmt mit dem Kopf zusammen. Dong, Wir können hier vor allem nicht runter. Scheiße. Okay, was ist das, ein Sumpf? Das sieht ein bisschen sumpfmäßig aus, tatsächlich, ja. Der hat bestimmt irgendwas da deponiert oder so. Eine Leiche reingeschmissen. Tschüss. Tschüss, Mia. Schön, dass du da warst. Ende. Alter. Okay. Was ist das denn, ein Elefant? Ja, ne? Ich hab... Hä? Tatsache. Das sieht aus wie ein Elefant, oder? Aus. Hier ist das Ohr, dann hier so der Rüssel, das Auge. Wir touchen auf dem... Warte mal, ich zitiere mal Miss Fortuna aus etlichen... spielen aus dem Dreadout LP. Ja. Wir touchen hier wild auf dem Monitor und gestikulieren. Das macht man aber automatisch. Deshalb, ihr habt es bestimmt auch gesehen, also ich bearbeite das Let's Play wahrscheinlich eh ein bisschen mehr. Also du weißt, was ich meine und werde das dann ein bisschen... What the fuck? Ich bin gerade abgelenkt tatsächlich. Ich hab's gesehen, jetzt erst. Was ist das? Das sind Kreissägen und das sieht aus wie ein Pferd, oder? Das sind Hufe. Pferdebeine. Ja, das sind Pferdehufe, ja. Oder Kuhbeine. Und was sind das? Das sind Krähen an einer Kuh. Sag mal, bist du dir sicher? Oh! Bist du bescheuert? Alter, hör auf! Warte mal, das ist... Ich hab das vor allen Dingen gar nicht gedrückt, das hier. Sag mal, das war ich nicht. Das war ich. Sag mal, sind das nicht... Das sieht nach Kuh aus. Ja, aber guck mal, ist das nicht einfach, ist das Weiße nicht dahinter? Einfach nur irgendwas, ich weiß nicht, irgendwie sieht für mich das da vorne aus wie so ein männlicher Tor, so das hier. Nee, das ist eine Kuh. Was? Ich das weiß es hier, nicht, keine Ahnung. Das hier ist so der Hinterbein, ist das? Das sind die Hinterbeine hier. Wir sitzen auch von der Monitor, das sehen die Leute doch nicht. Ja und, aber du siehst es und dann weißt du auch, was ich meinte. So. Ich hab Angst, ich will nicht mehr. Ich hab auch Angst. Ich muss ins Bett. Wir machen jetzt Gute Nacht. Pause. Na. Das mache ich auch im Teaser immer wieder falsch. Ich vertippe mich tatsächlich immer. Ich hätte das nicht angefasst. Ja, ich weiß auch nicht, wieso der das anfassen muss, Mann. Was stimmt denn mit dem Typen? Ist das eklig. Also spielen wir den Typen gerne? Ja, wir spielen auch Ethan. Also ich würde schon sagen, diese Hände passen zu einem Mann. Ich hab irgendwie Ethan, das... wo hast du mir jetzt den Namen her? Aus dem... die Olle in dem Video gemacht. Nein, erstens das ja und beim Telefonat. Was für ein Telefonat? Im Auto. Er hat ein Telefonat gehört. Ach so, stimmt. Er hat ein Telefonat gehört, er hat einen Anruf bekommen. Mensch, sag mal. Er hat telefoniert? Es wird immer schlimmer, wir sind gerade schon. Guck mal auf den Boden. Darauf. Sind da tote Krähen oder habe ich mir das gerade eingebildet? Du bildest dir, glaube ich, ziemlich da viel vorne ein. Sind die toten Krähen. Sag ich doch, ich konnte mich an tote Krähen erinnern, die ich irgendwo gesehen habe beim Durchskippen bei irgendeinem Video, weil man ja nicht drum herum kommt auf YouTube. Oh shit. Oh, shit. Die sind aber noch nicht lange tot. Nicht gut. Nicht und gut. Die unter dir ist gerade ziemlich verwest. Wir treten einfach mal drauf. Iu. Oh, wir sehen unsere Schuhe. Echt? Ja. Die werden nicht lange so braun bleiben. Nee, glaube ich auch nicht. Oh, guck mal, ein Wasserturm. Ja. Hui. Oh, Papier. Eine Palme. Oh, shit. Ob wir runterspringen können? Probier's. Weil, wenn wir hier runterspringen, dann sind wir hier... Guck mal, der Schornstein. Der ist hübsch. Ich find Schornsteine total hübsch. Ich weiß nicht warum. Ja. Ich will auch ein Haus mit Schornstein. Da kann man Leute drin verbrennen. Alter, raus aus meiner Wohnung. Nein. Es ist mitten in der Nacht. Wo soll ich hin? Ich weiß nicht mehr, wie ich zum Bahnhof komme von hier. Das ist ja der Sinn der Sache. Guck mal, hier ist ihre Tasche. Ja, weißt du, dass es ihre ist? Es ist eine Tasche. Was soll denn das sonst sein? Du spoilerst. Aus Texas. Oh, bitte, wenn jetzt ein Kind Texas... Errungenschaft freigeschaltet. Aha. Oh. Für die Tasche lassen wir auch so da liegen, ne? Kann ja. Vor allem, sie legt sich genau wieder so hin, wie wir sie gefunden haben. Ja. Geh mal Tassen im Inventar. Ja. Guck mal. Mias Führerschein, er ist... Achso, wolltest du was vorlesen? Entschuldigung. Führerschein. Mias Führerschein. Der ist mit einer seltsamen schwarzen Substanz überzogen. Was ist das daneben? Das ist der Zeitungsartikel. E-Mail von Mia. Das ist eine E-Mail. Lügt doch nicht so rum, so dreckig. Ich dachte, vielleicht klappt's ja. Oh, sie ist hübsch. Oh. Ja, Steuerung. Entschuldigung. Von ihrer Frau Mia, die seit 3 Jahren vermisst wird. Mhm. Das war's?
Von Mir Winters, gesendet Dienstag, 18. Juli 2017, 23:04 Uhr, an Ethan Winters. Duffley, Louisiana, Baker Farm, komm und hole mich. Hä? Aber im Video hat sie... Hast du noch gesagt, such mich nicht? Ja, eigentlich... Die verarscht uns doch jetzt schon! Es sei denn, sie hat die Mail gar nicht erst geschickt. Konnte sie nicht abschicken. Oder sie... Also sie hat's nicht geschickt, weil sie ja gar nicht... Sie sah ja recht fertig aus, als sie dieses... Ja. Such mich nicht oder hol mich nicht oder komm nicht her. Ja. Ich kann mir doch nicht alles merken, ich bin unter Stress, okay? Ich will gerade irgendwie jetzt schon nicht weiterspielen. Ohne Scheiß, ich glaube, das wird übel. Guck mal, du willst nicht. Du spielst das jetzt noch ein bisschen. Erst wenn du heulend am Boden liegst, übernehme ich. Du sitzt noch. Hör auf zu simulieren. Alter. Auf mal gegen die Schaukel. Komm, wir setzen uns hier einfach rein und schaukeln um unser Leben. Das ist doch hier aus dem Teaser. Deswegen, und ich habe doch vorhin zu dir gesagt, ja. Nee, die Demo hat nichts mit dem Teaser zu tun. Nee, der Teaser hat nichts mit dem Spiel zu tun. Am Arsch. Am Arsch, ist doch wirklich so hier. So, unsere große Klappe wird sich in 3 Sekunden für immer sehr kleinlaut halten. Nein. Nein, nicht so. Einfach nur, weil wir halt da rein müssen. Alter! Nee, ich geh da nicht rein! Soll ich die W-Taste drücken? Ah. Alter, hier ist da noch mal ein Licht. Ja, geh doch mal weiter. Das ist so ein scheiß Effekt, aber der ist cool. Nein! Oh doch. Nein! Oh doch. Nein. Und mehr weiß ich leider auch nicht. Was war das mit der Hand? Lass mich raus, bitte. Nee. Doch. Oh, hör auf. Oh nein. Was war das? Alter. Hast du es auch gerade gehört? Ja. Ich liebe aber die Art und Weise, wie die Türen hier aufgemacht werden. Nö, mach mal. Hinter verschlossene Türen. Errungenschaft freigeschaltet. Die wollte ich übrigens haben, deswegen habe ich das gemacht. Ach so. Ich habe das nämlich gelesen. Schließen Sie manuell eine Tür. Hm? Okay. Wie geht das? Nur mal so für nebenbei, falls ich das nachher brauche. F und dann wie in Amnesia. Einfach bewegen. Zurück. Also okay. Wie F gedrückt halten und einfach vor, zurück. Also einfach vor und zurück. Ey, ihr müsst wissen, ich nehme zwar selber mit dem PC auf, aber ich spiele seltenst mit Maus und Tastatur. Aber damit wir hier nicht so Umsteckarbeiten haben. Okay, in dem Haus waren wir ja schon im Teaser tatsächlich. Ich gucke mal, ob es da schon die Sachen gibt, die wir auch im Teaser gehabt hatten. Was ist da drin? Oh, Mist! Mist! Ohne Scherz, meine erste Reaktion, wenn das mir passiert wäre, ich hätte in den Topf gekotzt. Nee, du hättest, glaube ich, geschrien wie ein Mädchen. Ja, erst hätte ich geschrien und dann hätte ich gekotzt. Okay. Aber das Ding macht das automatisch tatsächlich immer auf, das Inventar. Ja, aber dann weißt du automatisch, dass man da was findet wahrscheinlich. Was ist das? Ist da eine Frau oder ein Mädchen? Ja. Was poltert denn da so? Das poltert die ganze Zeit. Im Teaser ist zum Glück... Spoiler. Ist zum Glück nicht viel passiert dann immer, aber... Warte mal, im Teaser lag hier irgendwo zwischen den Sachen... Ach, das ist Ragdoll. Ich schieb grad den Stuhl weg. Lässt du das mal sein? Das mach ich doch nicht mit Absicht. Hier im Teaser lag hier... Hast du das auch gerade gehört? Ja. Habe ich mir das eingebildet oder... Warte mal, im Teaser lag hier nehme ich einen Dietrich. Mm-mm. Doch. Ich, aber ich glaube nicht, dass das so bleiben wird. Ja. Also, aber dieser Punktfilterung, die kotzt mich so an, das nervt so, das macht die... Vielleicht, ich hoffe, dass man es in der Aufnahme nicht ganz so schlimm dann sieht. Hast du dich richtig umgeguckt? Ich guck grad noch. Wir gucken mal in den Kühlschrank. Okay. Warte mal. Yay, vielleicht gibt's ja was Leckeres zu essen. Oh. Oh, tote Krähe, das ist doch mein Lab-Gericht. Ich glaube, der geht's nicht mehr so Alter, gut. Alter, dieses... Oh, nee, dieses... Guck mal nach oben. Ruhe jetzt da um, ihr Penner! Schnauze, was essen? Was ist denn da so im Schrank? Nishi. Nishi und Gamer. Gam 12. Gam 12. Und Ketchup. Das ist wie Lamm 12. Oh nee, das ist bestimmt diese Salsa-Soße. Ah. Oh, ich liebe Salsa-Soße. Mm. Okay. Jetzt habe ich Bock auf ein Scharfes. Warte, hier ist bestimmt was drin. Such dir was aus. Oh, guck mal, Spaghetti. Und Mädchen. Ups, das ist das X hat diese schnelle 180 Grad. Oh, ist das eklig? Spaghetti. Ist doch total geil. Guck mal, wie das pixelt hier. Es glitzert. Ist das magisch? Oh, it's magic.
Vor allem die ganze Kotze auf dem Boden. Das ist ekelhaft. Während ich hier den Stuhl einfach fröhlich durch die Gegend schiebe. Alter. Also dieser Stuhl geht mir auf den Sack. Der geht mir auf den Sack. Können wir wer kocht den Müll? Oh, Zeitung. In 2 Jahren mehr als 20 vermisste Personen. Ja, wow. Banane. Was soll das denn sein? Das sieht aus wie Pollen. Ich dachte, das wären kleine Kinder. Das Babymeer hätte ich das Bild getauft. Also ich will mich ja nicht beschweren, aber die Geräusche sind echt übel, Mann. Ich will mich ja nicht beschweren, aber ich will das nicht steuern. Mach du. Nein, Mann. Frau. Nein, Mann. Ich will noch nicht spielen. Alter. Ich will noch ein bisschen zuschauen. Alter. Kannst du auf Q und E eigentlich so um die Ecke gucken? Nein, das haben wir im Teaser blockiert. Boah. Warte. Wer weiß, wie oft ich deswegen in Gegner rennen werde und sterben werde. Alter, was ist denn das hier für ein... Was sind das hier für Assis? Voll die Messis! Das mal voll die Messi. Oh. Was immer das war, es ist tot. Ach ja, wir bleiben erstmal unten, würde ich sagen, ne? Ja, würde ich erstmal hoppen. Ich will nicht hoch. Alter, Oh nee, ich will nicht. Du schaffst das schon. Ich glaube nicht, dass uns jetzt schon was passieren wird. Und du weißt nicht, was passiert, ja? Ich weiß wirklich nicht, was passiert, Mann. Ich habe nur... Also ich habe den ersten Part von Pandoria durchgeklickt einfach nur. Ja. Mehr habe ich nicht gemacht. Und hat sie sich da komisch erschreckt? Das weiß ich nicht. Ich habe ja wirklich immer nur geguckt. 2 Sekunden laufen lassen, weitergeguckt. Oh, fuck. Oh, fuck. So, das ist der Startraum im Teaser. Ja, das sieht doch schon mal schön aus. Ich hab keinen Bock auf Gesellschaft ohne Anmeldung. Okay. Eine nackte Frau. Paranormal Activity sieht ein bisschen so. Oh Gott. Ich will die Geräusche werden mich umbringen. Ja. Ich glaube, das ist das Schlimmste am ganzen Spiel, die Geräusche. Oh. Okay. I will rape you, motherfucker. It's raping time. Das ist. Das Schlimme ist, ich will dich bei jedem Geräusch fragen. Hast du das auch gehört? Nein. Hier fehlt wieder die Sicherung. Das war im Teaser auch so. Spielen wir mal Klavier in einem fremden Haus. Selbst das Haus will nicht, dass wir Klavier spielen. Oh Gott. Ups. Alles gut? Ja, alles gut. Brauchst keine Angst vor mir zu haben. Keine Angst. Alter. Okay, irgendeine Zelle. Gefängnistür. So, wir gucken mal, ob das, was auch im Teaser war, hier geht. Nein. Dieses Bild ist so... Tatsache. Na, aber das machen wir noch... Also, da gehen wir noch nicht durch, oder? Das geht aber auch halt... Ja. Ja, aber da gehen wir noch nicht durch. Das... Ich muss gucken, Entschuldigung. Das sind wohl die Eigentümer. Das Witzige ist, die Frau... Guck dir das bitte mal an. Die Frau und die Kinder gehen ja noch. Ja, aber der Mann, der ist so der Mann ist schlecht so, photoshoppt. Ich hasse euch alle. Alles. Ich bin schlecht gefotoshoppt, Mann. Genau, ich bin schlecht gefotoshoppt. Das ist wirklich so, die Kinder und die Frau sehen noch realistisch aus, aber der Typ ist echt, das geht gar nicht. Dachte, wurde jemand ganz schlecht bezahlt. Ja. So. Wir haben keine Videos. Steckt doch den Ausweis rein, vielleicht geht's ja. Ja, genau. Komm, wir nehmen mal einfach den Ausweis. Mir schläft gerade der Fuß ein. Ah! Das ist keine Videokassette. Dein Fuß auch nicht. Mir schläft der Fuß ein. Das ist keine Videokassette. Ich drück immer die falsche Taste. Nein, noch nicht dadurch. Wieso? Ja, weil wir das ja eigentlich doch gar nicht wissen, dass da das Ding ist. Doch, das wissen wir. Nein, wissen wir nicht. Okay, aber hier gibt's auch nichts zu sehen, so wie es aussieht. Doch, außer die Leiter, ja, später. Albern? Ja, aber eigentlich wissen wir ja noch nicht, dass es da ist. Wenn man den Teaser gespielt hat, dann weiß ja, man das. Ja, wir tun einfach mal so, dass wir den Teaser nicht gespielt haben. Meine Familie auf einem Pferd. Auf der Flucht. Auf der Flucht. Vor was Vor denn? Ebola. Vor Ebola, genau. Entschuldigung. Ich musste gerade an unser Resident Evil 5 Let's Play denken, deswegen. Okay. Na toll. Jetzt müssen wir nur noch nach oben. What the fuck war das? So. Hier hat es nur ein bisschen gelaggt gerade. Ja, Entschuldigung. Manchmal bin auch ich gierig. Alter, Scheiße.
Du hast gesagt, es... Was? Warum stellst du denn auch hier Eis hin? Nee, da kann ich nur meinen Kommentar aus dem Teaser wiederholen. So hat man früher auch die hässlichen Familienmitglieder doch mal porträtiert. Die haben dann einfach so einen hübschen Sack über den Kopf gekriegt. Ne, damit die sich nicht benachteiligt fühlen, wenn alle so ein geiles Porträt oder so gekriegt haben. Vor allem guckst du auf so ein Bild, wo man sich einfach nur so denkt, was ist das? Porträt. Okay. Alter. Randaliert denn da so? Okay, im Teaser standen hier Schaufensterpuppen. Hier ist die Sicherung. Nee, ist eine Steckdose. Was ich immer interessant finde, sind diese Kabel, wo die hinführen, wo die herkommen. Was war das? Da ist die Videokassette. Yay! Oh mein Gott. Wir speichern. Ha, 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 ha. Wir werden sterben. Aber irgendwie ist noch kein Resident Evil Feeling da. Jetzt fühle ich mich wie so eine Mischung aus Chicken Cry of Fear. Ich fühle mich wie ein Outlast. Und Outlast. Ja, ich fühle mich wie ein Outlast. Aber durch die Speicher, also durch die Turmbandgeräte, fühle ich mich jetzt ein bisschen wie bei Cry of Fear. Cry of Fear habe ich noch nie gespielt. Ich habe es demnächst mal vor und ich habe panische Angst davor. Ich habe mir das auch mal vorgenommen als Let's Play halt. Oh Gott. Aber darüber sollten wir jetzt nicht reden. Wir sind ja hier professionell bei Resident Evil. Outlast, Alter, der Schatten, ey, ohne Scheiß, wir machen die Tür hier hinter mir zu, kein Bock auf so einen Scheiß hier. So. Und es laggt tatsächlich leicht. Hm. Aber das geht dann wieder nach der Zeit. Okay. Dann gucken Führe wir uns mal die Kassette DVD. Ein. Aha. Hier, so. Videokassette Play einführen. Ihr Penner. So. Was ist denn jetzt los? Directly House Unit 1. Haunted House Rehearsed. Kann ich lesen. Kann ich nicht lesen. Muss ja nicht. Mach ich schon nicht. So. Mach mal halblang, Pete. Hey, ich arbeite nur mit Profis. Alter, guck dir mal die Scheißgrafik an. Pass auf, dass der Ton in Ordnung ist. Nicht wieder so wie in Amarillo. Das ist 2 Jahre her, verdammt. Keine Nachvertonung. Hallo. Ich hoffe, dass das dann im Rendern besser klappt. Ich hoffe, dass es dann im Video besser aussieht. Schon wieder? Sei nur nicht überrascht, wenn wir auswechseln müssen. Alter, das ist richtig scheiße, pixelig. Entschuldigung, Leute. Ist es nicht mehr pixelig, ist es so verzerrt irgendwie so. Naja, wir halten eine hässliche Videokassette. Genau, wie immer also. Nur, sag schließ mal den Namen der Sendung, okay? Stimmt, das ist natürlich die Qualität der Videokassette. Kein Problem. Heute bei Sewer Gators. Wahrscheinlich. Ein weiteres wertloses Drecksloch. Zufrieden? Verzückt. Wow, das sind so tolle Typen hier. Ich bin so glücklich. Ich glaube, das ist echt mit Absicht so gemacht, dass das richtig kacke jetzt aussieht. Ah, okay. Na, aber es ist, red dir das nur ein. Mach es doch nicht schlimmer, als es ist. Okay, los geht's. Reicht, dass ich mich über diese verfickte Punkt... Filterung aufrege. Mach mal Platz da. Ich hasse Punktfilterung. Ja. Es ist so schrecklich. Nach dir? Ich muss steuern, das ist viel schlimmer. Ich sag nach dir und geht rein. Warum? Das Fortuna und ich werden nachher nur noch weinen. Ja, ich glaube auch. Probst wir haben doch gesagt, mal? Am Anfang machen wir uns noch voll lustig am Ende heulen. Dieses Haus, gruselige Geräusche. Ich bin Titanic, aber Anfang noch. Sobald sich keiner bewegt und die halt weg sind, sieht es fast nur mal, es flackert halt so. Vertretung, Pete, das nicht Witzige ist, vor der S-Kassette, die sahen wirklich so scheiße aus. Ja, verdammt. Kannst du dich daran denn gar nicht mehr erinnern? Doch. Worum geht's hier, André? Meine Lieblingsfolge ist das Hitler, vermisste Familie, Verbrechen vermutet. Echt das Übliche. Oh Gott. Hilfe. Wie lange soll der Ort hier schon verlassen sein? Das überlebt sie nicht. Clancy, mach davon eine Einstellung. Gibt einen tollen Zwischenschnitt. Ich gucke jetzt hier aber mal trotzdem also, nach, ob es das, was ich. Hinterwäldler und seine Familie werden vermisst. Nicht Hinterwäldler, die Bakers. Jack und Marguerite. Was sie waren still, nicht rückständig. Nee, viele schlimme Gerüchte über den Sohn Lucas. Der schiebt alles für die Girlies hier unter euch, ne? Ach, Mist! Warum habe ich nur meine guten Schuhe angezogen? Der Typ verschwindet ja einfach. Ich meine, was? Keine Ahnung. Oh, jetzt leckt es ein bisschen. Den hättest du mal, da würde es nicht mehr sehen, was passiert, wenn du hinterher rennst. Das wollte ich nämlich gerade machen. Das wäre ein toller Hintergrund. Ich hab's vergessen, zu spät, er ist was weg. Was machst du? Ich häng fest. André? Hier ist eine unsichtbare Wand. Oh, wie doof ist das denn? Das habe ich tatsächlich noch nie getestet. Das wollte ich im Teaser immer testen, dem einfach hinterher zu laufen, aber es geht nicht. Okay. André,
Haben sie nachgedacht, das ist interessant. Andre! Das ist interessant, dass man den Christi, weißt du, wo Andre hin ist? Jetzt kann man mitgehen. Hast du gesehen? Ja gut, aber dreh dich mal nochmal um. Ja. Und guck dir mal bitte die Zeitung auf dem Tisch an. Ja. Echt unglaublich! Geister im Bayou gesichtet. Aha. Ich meine, Produzenten kommen und gehen, aber... Wir gucken uns hier auch mal den Topf an. Der Typ bleibt ja eh da. Du bleibst bei mir. Ohne Kakerlaken. Ohne Kakerlaken. 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 Ob die Dings noch da drin ist? Die Taube, würde ich gerade sagen. Die Krähe. Ihh, es ist immer noch eklig. Das ist immer noch eklig, ja. Ich glaube, hier müsste das Ding auch... Ist das... Okay. Oh, die ist ja fast sauber. Okay, die Mikrowelle würde ich eventuell sogar noch benutzen. Mit viel Desinfektionsmittel. Das Ding ist immer noch zu. Was mich total nervt, sind diese Steuerkreuzdinger. Da frage ich mich, wie. Ja, naja. Ja, die sind wahrscheinlich für Controller besser geeignet, aber naja. Wir ziehen durch. Jetzt friert's gerade. Oh! Okay. So zum Thema, wenn du sagst, wir ziehen durch. Okay, der Schleim zieht, ist hier schon drin. Und unser Schätzchen da ist da vorne stehen geblieben und gafft doof. Wir gucken aber trotzdem mal hier im Raum und nehmen den gar nicht wahr. Der ist nicht da. Der existiert gar nicht. Boah, hey. Ja, ne? Wir spielen das übrigens komplett im Dunkeln. Ja, komplett im Dunkeln. Ich glaube, wir müssen nachher mal eine Lampe anmachen. Meinst gar nicht gehört. Du? Geh du mal vor. Ich glaube, wir machen sowieso spätestens, wenn wir uns erstmal so richtig heftig erschreckt haben, die Lampe an. Ich glaube auch. Wir müssen mal die Lampe anmachen. Da, wo du nicht bist. Ach ja. Alter. Andre, wo bist du, Mann? Ich habe irgendwie Schiss, weil ich kenne den Teaser ja schon. Ich habe irgendwie Schiss, dass nicht das passiert, was ich denke, sondern irgendwas anderes, Verrücktes, weißt du? Was denn noch verrückter als der Tag heute geworden ist, kann er ja nicht mehr werden. Und jetzt sieht... Alter. Und jetzt sieht man auch, woher man das eigentlich weiß mit dem... Was dem zur Kamin. Hölle? Wir zeigen es euch ganz genau. Ja, aber trotzdem sehr merkwürdig, dass er da auf die Idee kommt. Der ist doch involviert, der Pörner. Guck mal, das sind wohl die Leute, von denen Andre geredet hat. Wir finden Andre und gehen. Ich meine, scheiß auf die Sendung. Ach, plötzlich. Da fehlt aber ein Apostroph bei Andre. Oh, oh. Oh, Clipping-Fehler. Oh, oh. Ich bin langsam echt enttäuscht. Gut, dass ich die Scheiße nicht bezahlt habe. Aus! Alter. Nein. Toll, Andi. Nett von dir. Wir sind Schlimmeres gewohnt. Ich freue mich trotzdem. Auch eine nette Einstellung, irgendwie das die Leiter runterkommen. Alter, ich will da nicht runter. Du zuerst. Ich will da nicht runter. Komm, du schaffst es. Ich hasse was, alles. Dieses Geblende. Nimm die Kamera mal weg, Mann, du Pörner. Funny. Tschüss. Können wir irgendwie nach unten gucken? Nee, leider nicht, das ist so gemein. Alter. Was siehst du? Was ist? Ey, guck mal, da ist er doch. Von hier habe ich echt gedacht, Blair Witch Project. Aber wenn man genau hinguckt, dann sieht man schon Details, möchte ich mal sagen. Quatsch mal den doch einfach mal an. Hey, alle gut. Hier bist du ja. Hallo. Oh. Oh. Hübsch. Das ist so ekelhaft. Wer ist denn das da? Okay. Jo. Sympathisch. Lass uns doch mal beim Kamin gucken. Ach, haben wir schon. Scheiße. Ja, warte, lass uns doch einfach mal beim Kamin. Ja, jetzt bleibt es ja nichts anderes übrig, wir müssen wohl da lang. Oh, hier, könnte ich so voll den Hebel drehen, ne? So. Oh, scheiße. Viel Spaß. Wie geil es plötzlich einfach aussieht, nachdem man diese hässliche Videofrequenz hat. Ich habe auch gerade so gedacht. Ich gehe da nicht runter. Oh, doch. Nein. Oh, Mäuschen, doch, du wirst. Nein, der macht das schon automatisch. Diese Ratte. Oh, bitte nicht. Oh, bitte nicht. Wir brechen bestimmt gleich ein. Boah, der ekelhafte... Ja. Au. Das tat bestimmt weh. Boah, ich finde, der hat voll ekelhafte Verdammt. Hände. Mülltüten. Warum überall Mülltüten? Alter. Sind Plastikmülltüten so eine Umweltverschmutzung? Warte mal, die Hände von dem sind... Ich weiß nicht, die sind so ekelhaft geedert. Geedert. Meine Auto?
Das will er sich übrigens jetzt im Dunkeln anhören. Was total viel Sinn macht. Okay, was ich im Teaser gelernt habe, ist, man muss sich echt extrem harte, ekelhaft umgucken. Weil man kann extrem viel verpassen. Das geht nicht. Ey, was geil wäre, wenn hier oben wer gucken würde. Ich hatte gerade für einen kurzen Moment, dass da ein Kopf ist, aber es ist... Also, nee, ist kein Kopf gewesen. Aber du hast auch gesehen, was ich dachte, ne? Ja. Das war auch der Gedanke dahinter, weshalb ich hochgeguckt habe. Ich habe das für mich irgendwie wie ein Outlast, der zu kriechen fortbewegen. Oder jetzt sieht es gerade so ein bisschen aus wie im Keller bei Amnesia. Alter. Ich dachte gerade für einen kurzen Moment da... Oh! Die scheiß Wasserreflexion! Ich dachte, das wäre so ein Taschenlampenstrahl von uns. Nee, ich habe gedacht, da kommt so aus Resident Evil Zero dieses Glimmervieh. Diese Egel-Zombies. Wo ist meine Shotgun? Irgendwo. Ich brauche eine Shotgun, bitte. Ganz schnell. Das ist die Wasserreflexion plötzlich weg? Ich glaube, wir müssen schwimmen. Viel Spaß. Boah, das ist ein Brackwasser. Nee, es ist feucht. Ich glaube, es ging ruckartig nach unten. Sollen wir eigentlich tauchen? Nee. Aber die Reflexion ist schön. Also hübsch. Ja, ne? So die, auch wenn so irgendwie nur ganz kurz manchmal kommt. Ja. Ach, immer da, wo die Kamera langfällt. Das ist ja geil. Also da, wo das Licht ist. War da gerade ein Fisch, der gefurzt hat? Oder warum wandert da ein Bläschen? Ich weiß es nicht. Oh, ich will nicht weiter. Vielleicht wirst du auch gleich ins Wasser gezogen. Ich weiß es nicht. Alter, hör auf! Oh Gott! Ich sollte manchmal einfach die Schnauze halten. Ja, halt einfach mal das Maul. Alter. Alter. Oh, oh. André, bist du es? Oh, ey, guck dir mal den Mann an. In seinem Gesicht. Sein Auge. Thumbnail. Gut, dass wir heute nicht zum Mittag gegessen haben, denn das würde jetzt hochkommen. Ich bin hier vorbei. Darf ich das noch? Das ist André, kann das sein? Na, das habe ich doch jetzt gemeint. Das ist André. Das sind doch dieselben Klamotten. Ja. Wie lange ist denn das her? Weil wenn der da im Wasser liegt, der müsste doch viel aufgedunsener sein, oder? Und vielleicht haben sie den eine Weile noch so hängen lassen? So, wen haben wir denn hier alles? Kennst du da irgendjemanden? Ja, also das da unten, das ist, das ist Josephine von hinten. Ja. Das da ist links ist der bärtige Fickknecht Hugo. Ja, und das da ist der Ralf von vorn. So. Der macht's auch manchmal von hinten, aber das tut ihm halt weh. Ja, genau. Ist das Motorrad da drunter? Das war vor allem da vorne schon. Das ist, glaube ich... Ein immer wieder wiederverwertetes Modell für AA. Oh Gott, ist das dunkel. Alter, wollt ihr mich verarschen? Das ist eine Zelle. Bäh. Ja, das war ich. Oh Gott, erschreckt mich doch nicht so. Oh fuck. Obwohl ich sagen muss, ich finde diesen Übergang gar nicht mal so schlecht, dass du erst gar nichts siehst. Und dann, wenn du weitergehst, dann... Da hinten geht's durch. Mhm. Oh, was ist das denn? Toilette. Musst du mal? Jetzt noch nicht, aber ich ahne, dass sich das bald ändern wird. Oh, Spritzen? Nee, auf das Klo will ich doch nicht gehen. Naja, wieso? Du willst ja nur pullern und nicht dir einen Schuss geben, setzen. Aber ich würde keine Spritze im Arsch haben, wenn ich mich da hinsetze. Oh ja. Obwohl, hinsetzen würde ich mich da hin. Oh Gott, nein. Oh nein. Oh, speichert. Was? Es hat gespeichert? Ja. Nein. Doch. Nein. Doch. Du gehst in die falsche Richtung. Ja, ich will nur gucken, ob man hier vielleicht nur in dieses Gitterding rein kann. Und es laggt gerade. Oh, das nervt mich gerade. Ich glaube, wir müssen kurz Cut machen. Eine kleine Pause, ein bisschen was einstellen. Ja. Ja, wir müssen kurz was umändern. Dann sehen wir das hier einfach mal als ersten Part. Da bedanken wir uns ganz herzlich bei euch fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.